Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen verspäteten keltischen Saturntag wünsche ich dir, wünsche ich euch. Ich habe ein wenig länger für dieses Horoskop gebraucht, aus einem einfachen Grund. Ich habe keinen Zugang bekommen. Was soll ich machen? Es hat nichts geholfen, stundenlang davor zu sitzen. Jetzt habe ich einfach die Kamera eingeschaltet und möchte ein bisschen was dazu vorhusten, dazu erzählen. Zunächst einmal eine grobe Ungenauigkeit dieses Programms. Wir haben hier 8 Sekunden, das heißt, ich habe die Zeit eine Stunde zurückversetzt und da hatte ich immer noch 3 Sekunden, also das heißt, gemäß diesem Programm wäre der Übergang des Pluto nicht um 3.36 Uhr, wie ich das den Ephemeriden entnommen hätte, sondern so gegen 2 Uhr. Und das ist dann ein vollkommen anderes Horoskop. Das heißt, ich habe den Wert der Ephemeriden genommen. Und hier sehen wir Pluto in Konjunktion mit der Sonne im zweiten Haus als Herrscher des ersten Hauses und als Herrscher des zwölften Hauses. Ja, was gibt es zu Pluto zu sagen? Zunächst einmal wurde Pluto im Jahre 1930 entdeckt, also kurz vor dem großen Grauen, kurz vor dem großen Armageddon, welches bei uns in Europa inszeniert wurde, insbesondere auf deutschem Boden. Und er hängt auch mit sehr tiefen Themen zusammen, aber natürlich auch immer wieder mit dem Thema der Erneuerung und sozusagen dem Aufarbeiten von Schattenseiten. Seine Umlaufzeit beträgt ungefähr 250 Jahre. Hier wird 247 Jahre angegeben. Also kann man zurück sagen 248 Jahre, weil 343 Tage sind jetzt auch schon so gut wie ein Jahr. Pluto steht, verzeihen, es wird wahrscheinlich wieder so viel gesprüht, ich kriege fast keine Luft mehr, aber das macht nichts. Das sind alles nur Details am Rande. Und Pluto ist als, Langsamläufer, als der derzeit bekannteste Langsamläufer, dann bei seinem zweiten Eintritt in den Wassermann. Und wird dann erst am 20.11.2024 für circa 20 Jahre, so ungefähr bis 2044, im Wassermann bleiben. Das heißt, dieser Auftritt im Wassermann wird bis zum 1. September dauern und dann geht er noch einmal 1,5 Monate oder September, Oktober, November. Na, sind fast über 2,5 Monate, bleibt er noch einmal im Steinbock und kehrt dann in den Wassermann zurück, wo er dann auch dauerhaft bleiben wird. Was bedeutet der Pluto im Wassermann? Wofür steht das plutonische Prinzip? Das plutonische Prinzip steht für das Ausloten der äußersten Grenzen. Das heißt, er ist das Prinzip der Extreme. Überall, wo Pluto auftaucht, haben wir einen starken Multiplikator. Aber ganz anders als Jupiter. Pluto ist gnadenlos. Pluto ist rücksichtslos, es ist ein unpersönlicher Planet und auch ein Planet, der für das Kollektiv steht, für die Bevölkerung in der Gesamtheit, von mir aus auch für die Menschheit in der Gesamtheit, und wir machen hier kollektive Erfahrungen durch. Als Generationenplanet steht er eben auch dann für durchaus technische Errungenschaften, für Entdeckungen, für Trends, und im Wassermann steht er auch für einen starken Individuationsprozess. Wassermann steht für Uranus und Uranus steht natürlich für Ausbruch, Freiheit, ungewöhnlich sein, sich selbst ausdrücken, natürlich auch eine starke Form der Kreativität, und ich würde den Wassermann in erster Linie als genial bezeichnen. Wassermänner haben einen unheimlich guten Zugang zu Ideen, zu abstrakten Konzepten, wie ich glaube, sagen zu können, kein anderes Sternzeichen hat. Und deswegen sagt man auch den Wassermann-Geborenen diesen starken Hang zu Computern oder moderner Technik nach, weil sie eben sehr
stark sich mit diesen oft komplizierten Themenbereichen auseinandersetzen können. Es bedarf eben einer besonderen Denkstruktur, um das auch zu können. Und das bedeutet, dass in den nächsten 7 Monaten, so lange dauert eben diese Phase bis zum 1. September, dass in den nächsten 7 Monaten offensichtlich auf dem Gebiet des zweiten Hauses starke Veränderungen kommen werden, aber auch starke Unabhängigkeitsprozesse zu erkennen sind. Das zweite Haus steht für Versorgung, Ernährung, Sicherheit. Das heißt, wir erkennen Saturn, ich berichtige Pluto, als Herrscher von 1 und 12 zeigt uns, dass es hier im gesamten Land offensichtlich zu Veränderungen auf dem Versorgungssektor kommen wird und auch, dass hier gewisse Machenschaften, das 12. Haus im Bezug, also 12. Haus, vielleicht auch Täuschungen im Zusammenhang mit der Versorgung, mit dem Finanzsystem, dass das jetzt aufgedeckt wird. Vielleicht bekommt Pluto auch deswegen einen zusätzlichen geistigen Zusammenhang, weil Sonne, mit welcher der Pluto in Konjunktion steht, auch Herrscher des 9. Hauses ist. Sonne als Herrscher des 9. Hauses, ja gut, jetzt können wieder Stimmen sagen, Kazimi, ja, ich weiß, der Abstand von innerhalb 17 Minuten bei einem Aspekt ist sozusagen im Kazimi, also das heißt, da wird die Wirkung des anderen Planeten, in dem Fall Jupiter, verstärkt, aber wenn es dann weiter ist, sozusagen von 17 bis 5 oder 6 Grad, hätten wir dann die Verbrennung durch die Strahlen der Sonne. Man kann diese Regel berücksichtigen, man kann sie nicht berücksichtigen. Ich weiß es nicht, ob das so entscheidende Bedeutung hat. Natürlich ist auch der Faktor der Deklination nicht ganz unwesentlich. Sonne hat zu diesem Zeitpunkt ungefähr 20 Grad Deklination, Pluto ungefähr 23 Grad Deklination. Wenn hier keine Konjunktion auf der Deklinationsebene stattfindet, würde ich diese Verbrennungsregel, ich handhabe sie nicht. Also für mich hat das bitte noch keine beobachtbare Bedeutung gehabt. Für mich hat es aber sehr wohl eine beobachtbare Bedeutung gehabt, dass die Sonne mit Pluto in Konjunktion, egal ob 1, 2, 3, 4 Grad oder 30 Minuten wie in dem Fall, dass die Sonne einen unheimlichen Energieschub bekommt. Denn Sonne-Pluto-Konjunktion bedeutet immense Macht, immensen Schub. Ja? Und hier erkennen wir, die Sonne, Herrscher des 9. Hauses, steht für Freiheit, für Unabhängigkeit, für Gerechtigkeit, für die Wahrheit. Und hier kann Pluto natürlich unglaublich viel Energie zur Verfügung stellen. Was das jetzt im Zusammenhang, ja, 1., 12. und 9. Haus im 2. Haus bedeutet, muss ich ehrlich zugeben, ist doch sehr schwierig zu interpretieren. Sehr, sehr schwierig zu interpretieren. Heißt das, dass hier die Menschen versorgungstechnisch unabhängig werden, was ich mir in dieser Kürze nur relativ schwer vorstellen kann. Wir haben hier eine Auslösung um den 1. August 2024, habe ich mir ausgerechnet. Würde es das bedeuten, kann ich aus dem jetzt, muss ich ehrlich sagen, schwer herauslesen. Was ich hier aber sehr wohl herauslesen kann, dass es auf dem Gebiet der Finanzen, auf dem Gebiet der Versorgung zu starken, radikalen Veränderungen kommt. Wir sehen auch Merkur und Mars im 2. Haus allerdings eingeschlossen. Wie gesagt, Häuserspitzen sind halt ein bisschen fraglich wegen der leider doch markanten Ungenauigkeit dieses Programmes. Und gehen wir davon aus, dass wir es hier mit eingeschlossenen Faktoren haben, zu tun haben, dann erkennen wir, dass Merkur Herrscher des 8. Hauses ist, also das 8. Haus. Ja, ich glaube, was ist das? 29, 27, glaube ich. Schauen wir mal nach. 29, 27, richtig. Das heißt, hier sind wir fast schon auf Vakuumgraden. Das heißt, wir erkennen hier einen unterschwelligen Niedergangsprozess im Versorgungs- und Finanzsystem oder einen Transformationsprozess, was es natürlich auch bedeuten kann. Wir sehen Herrscher von 10 in 2, zeigt uns natürlich
in erster Linie die herausragende Bedeutung dieser Sicherheit aus dem zweiten Haus. Mars als Herrscher des fünften Hauses und natürlich auch als Geburtsregent, als zweiter Geburtsregent und als Herrscher des zwölften Hauses ebenfalls im zweiten Haus eingeschlossen und Jupiter als Herrscher von 2 in 5. Für mich bemerkenswerte Besetzungen, denn Mars steht immer für Nervosität, Ungeduld und Aggression und Jupiter steht an sich immer für Prosperität, Erfolg, Glück, Erweiterung. Und Jupiter als Herrscher von 2 in 5 würde darauf hindeuten, dass sich das Finanzsystem, das Versorgungssystem hervorragend und erstklassig entwickelt. Eine Aussage, die ich nur deswegen sage, weil sie hier drinnen steht. Ja? Wenn ich es in aktuellen Bezug bringe, fehlt mir zu dieser Aussage natürlich selber das Vertrauen. Deswegen habe ich hier ein bisschen näher nachgeschaut und bin auf den Fixstern Hamal gekommen. Hamal befindet sich auf 7 Grad 40, also jetzt mit 20 Minuten dazugerechnet auf 8 Grad und Jupiter befindet sich auf 6 Grad 20. Wo ist er? Da ist er. Jupiter auf 6 Grad 20. Kann man so lesen, hoffentlich. Das heißt, wir haben eine zugehende Konjunktion. Ja, es sind 1 Grad und 40 Minuten Abstand. Schauen wir trotzdem nach, was Vivian Robson dazu sagt, zu Hamal. Verursacht brutale Gewalt, Grausamkeit und vorsätzliche Verbrechen, symbolisch als die tödliche Wunde. Tödliche Wunde, ja, würde passen, weil das System hat ja eben das Finanzsystem, würde ich sagen, als große Schwachstelle. Und mit Jupiter besetzt Gewalttätigkeit, kriminelle Neigungen, einflussreiche Position, aber finanzieller Ruin. Also eine, sagen wir mal so, bemerkenswerte Aussage, denn an sich hieß ja Herrscher von 2 in 5 eine, naja, würde ich sagen, doch eine prosperierende Entwicklung. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt, ob Herrscher von 2 in 5 stimmig ist oder die Konjunktion Jupiter mit Hamal. Was bei diesem Horoskop auffällt, wir haben wieder 9 Faktoren unterhalb der Aszendentenlinie, nur einen den Mond oberhalb, Mond als eingeschlossene Herrscherin des 7. Hauses. Das heißt, wir erkennen hier auch, dass es in Beziehungen zu, naja, wie sagt man, zu Intensität kommt. Also das heißt ja auch auf dem Gebiet der Gespräche, das heißt die Gesprächskultur sozusagen in Beziehungen könnte sich jetzt auf ein sehr ernsthaftes Niveau konzentrieren, aber es könnte uns auch sagen, dass hier in den Medien Mond in den Zwillingen, dass hier auch sozusagen in der Waage ebenfalls kommunikativ, das heißt, dass hier dann auch zugegeben wird, dass der sogenannte Krieg im Osten verloren ist. Ja, also das heißt, wenn ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder, bis jetzt hat man uns ja nur Propaganda berichtet, aber allmählich sickert schon die Wahrheit durch. In den USA ist es schon soweit, schauen wir mal, wie viele Monate es dauert, bis die Wahrheit zu uns nach Europa herüberschwimmt, obwohl ja Ukraine näher liegt als die USA, aber wie gesagt, der Lauf der Informationen läuft ja nicht nur über Unterseekabel, sondern manchmal auch via Flaschenpost. 4 Faktoren im zweiten Haus. Große Veränderungen, große Ereignisse auf dem Gebiet der Finanzen, auf dem Gebiet der Sicherheit. Das gesamte Sternzeichen Steinbock ist eingeschlossen. Das heißt, hier auch im Hintergrund natürlich Entbehrungen, Verluste, Not und Kälte, Härte. Und wir sehen bei einem Aszendenten Skorpion auf 27 Grad und 7 Minuten, dass wir es hier mit einem Endstadium zu tun haben. Ja. Und das ist dann so ein klassisches Beendigungshoroskop und gleichzeitig sehen wir einen beweglichen MC, also fester Aszendent und beweglicher MC, würde von der Grundaussage her behaupten, fest wäre die Planung gewesen, also das heißt, man hat sich das alles sehr schön eingeteilt, Station für Station, und ein beweglicher MC bedeutet dann Irrtum. Also es kommt dann ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Was sehen wir in diesem Planetenkonstellationsgebilde noch? Wir sehen einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planeten im ersten Quadranten. Das bedeutet, ja, wir haben doch ein großes Ausmaß an Selbstbestimmung, das sieht man gerne. Das heißt, wir können sozusagen in dieser Zeit jetzt sehr vieles selber, ja, selber organisieren. Wir können vieles selber machen und es geht auch um unsere eigene persönliche Entwicklung. Wir sehen allerdings mit Neptun im 4. Haus,
dass viele Menschen wahrscheinlich noch immer sehr gutgläubig sind, dass viele Menschen noch immer glauben, dass hier jetzt alles, dass ein Wunder geschieht. Sagen wir es mal so. Vielleicht glauben viele tatsächlich, dass ein Wunder geschehen wird. Wunder geschehen tatsächlich. Schauen wir mal, ob dies der Fall sein wird. Im positivsten Falle sehe ich natürlich in Neptun als Herrscherin von 4 in 4 unsere mentalen Fähigkeiten, mit denen wir sozusagen vieles zum Besseren und zum Guten beeinflussen können. Was wir aber auch sehen, ist eine Halbsumme, eine Doppelhalbsumme. Wir sehen die Verbindung Sonne-Uranus in der Halbsumme Neptun oder Pluto-Uranus in der Halbsumme Neptun. Schauen wir uns einmal an, was diese beiden Halbsummen so bedeuten könnten. Ein interessanter Zusammenhang, der natürlich jetzt wieder Stoff für Verschwörungstheorien ist, keine Frage. Wir sehen hier Sonne-Uranus und hier auf der rechten Seite innerhalb der Kombination der Gestirnseinflüsse von Reinhold Ebertin sehen wir dann unter Neptun, da steht gehemmter Tatendrang und jetzt kommt's, unerwartete Ereignisse mit Wasser. Aha. Das ist eine sehr interessante Information. Schwächeanfall, Auflösungen des Körpers, Tod. Naja, verzeihung. Warum ist diese Aussage sehr interessant? Weil sie mit der Sonne, 9. Haus, obendrein noch spitze 9. Haus im Löwen, also im Löwen auf Löwegraden. Ich glaube, da habe ich richtig geraten. Schauen wir mal. 11,56 sind eindeutig Löwegrade, dass es sich hierbei auch um den Wilden Westen handeln kann. Und dass wir hier sozusagen eine Andeutung sehen über eine mögliche, ich sage jetzt bitte nicht, dass es so ist, ja, nur eine mögliche Flutwelle hier in Richtung Wilder Westen. Warum nicht ferner Osten? Naja, Löwe auf Löwegraden, das ist an sich die Kommandantensphäre, die Chefetage, und die würde ich doch eher im Wilden Westen, denn im fernen Osten verorten. Und das könnte dann natürlich bedeuten, dass hier ebenfalls um den 1. August herum hier möglicherweise im Wilden Westen sich eine stärkere, wie sagt man, Flutwelle, woher auch immer kommend, ankündigt. Kann sein, bitte, muss aber nicht sein. Ja? Also das ist jetzt nur eher eine Gedankenspielerei. Dann die zweite Halbsumme, die wir gesehen haben, Uranus in Uranus Pluto, ebenfalls mit Neptun in der Halbsumme. Hier haben wir Uranus Pluto, in der Halbsumme Neptun steht Hang zum Übersinnlichen, Unsicherheit, Ermattung, Nerven, Leiden. Ja. Auch das, Ermattung, könnte möglicherweise auch sozusagen hier für den Wilden Westen gelten. Es ist halt immer sehr schwer, einen Aspekt exakt zu verorten, weil es in dem Sinn die Auflösung nirgendwo zu sehen gibt. Gut, das war mal ein erster schneller Einblick in dieses Horoskop. Ich möchte noch einen zweiten Teil machen und vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr Details herausarbeiten. Wir haben hier auch eine Halbsumme zwischen Venus, Saturn und Sonne, beziehungsweise Venus, Saturn und Pluto. Das heißt, hier haben wir dann letztendlich eine Verbindung von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planeten im Zusammenhang mit dieser Konjunktion zwischen Sonne und Pluto. Also das heißt, wir sehen hier einen sehr intensiven Einfluss von Pluto, denn Venus ist ja niemand anderer als auch die Europäische Union. Und dann auch noch 6. und 7. Haus. Gut, bis zum zweiten Teil. Ende.